Hallo, heute richtest du dein Lehrerinnen-iPad ein. Dazu brauchst du das iPad, das du in der Schule bekommen hast. Du brauchst deinen Subiti-Account, also die Zugangsdaten, die du auch fürs Learning oder für den Schulhotspot benutzt. Du brauchst deine dienstliche Apple-ID. Diese wurde dir an deine dienstliche E-Mail-Adresse @schule.bremen.de zugesendet. Du brauchst einen stabilen WLAN-Zugang. Das kann auch zu Hause sein. Du darfst für die Zeit der Einrichtung das WLAN auf keinen Fall verlassen oder wechseln. Du benötigst ein Telefon und sehr nützlich wäre ein Stift und ein Zettel, damit du dir deine Passwörter notieren kannst. Du hast dein iPad ausgepackt. Du schaltest es ein, indem du lange auf den Knopf hier oben drückst. Laut und leise kann man das iPad hier an der Seite an den zwei Reglern schieben. Dieses hier ist der Home-Button. Wir warten nun einen kleinen Augenblick. Ich wähle als Sprache Deutsch. Ich wähle als Region Deutschland. Drücke auf manuell konfigurieren. Nun musst du ein WLAN auswählen. Wenn du dich in der Schule befindest, kannst du den Schulhotspot wählen. Dort wählst du dich mit deinen Subiti-Daten ein. Du kannst auch dein WLAN zu Hause nutzen. Auch dazu benötigst du das Passwort deines Routers. In der Schule folgt eine Frage nach dem Zertifikat. Du tippst auf Vertrauen. Zu Hause öffnet sich dieser Dialog nicht. Bei diesem Bildschirm tippst du auf Keine Apps und Daten übertragen. Entfernte Verwaltung. Dies bedeutet, dass dein iPad von der Senatorin für Kinder und Bildung, also dem Technikreferat, administriert wird. Drücke auf Weiter. Hier gibst du deine Subiti-Anmeldedaten ein und meldest dich an. Dieses Gerät registrieren. Damit du später das iPad mit deinem Fingerabdruck entsperren kannst, wird die sogenannte Touch-ID eingerichtet. Du kannst die Touch-ID auch später einrichten. Dazu drückst du auf Touch-ID später einrichten. Ich möchte diese Touch-ID aber jetzt einrichten. Dazu folge ich der Anweisung, aber fortfahren. Ich lege meinen Finger auf, und zwar meinen Daumen hier auf den Home-Button. Ich drücke den Button aber nicht, sondern folge jetzt der Anweisung: Finger auflegen, Finger anheben, Finger auflegen, Finger anheben, Finger auflegen. So, jetzt wird auch der Rand meines Daumenabdrucks noch genommen. Abgeschlossen. Hervorragend. Du musst einen Code erstellen, den du immer brauchst, wenn du dein iPad öffnest. Dieser Code muss genau folgende Bedingungen erfüllen. Er besteht aus 8 Zeichen, und zwar aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern. Nur Buchstaben oder nur Zahlen, das geht nicht. Es gibt viele komplizierte Regeln für diesen Code. Zum Beispiel keine auf- und absteigenden Zahlen oder Buchstabenfolgen. Das ist alles sehr kompliziert. Ein einfacher Vorschlag. Wähle ein Wort mit 6 Buchstaben und hänge 2 Ziffern hinten dran, wie Werder 20 oder Renate 13. Ich wähle den Code August 20. Das kann ich mir gut merken. Es ist mein Lieblingsmonat.
Ich drücke auf Weiter. Vorher schreibe ich mir das Passwort aber auf jeden Fall auf. Denn ich muss den Code hier noch einmal bestätigen und erneut eingeben. Drücke auf Weiter. Jetzt folgt die Abfrage der Apple ID. Wenn du möchtest, dass die Inhalte und Daten deines iPads automatisch jeden Tag in der Apple iCloud gesichert werden, brauchst du diese dienstliche Apple ID. Wenn du auf ein Backup deiner Daten in der Apple iCloud verzichten möchtest, musst du die Daten nicht eingeben. Dazu überspringst du den Prozess, indem du auf Passwort vergessen oder noch keine Apple ID drückst. Du kannst die Apple ID auch jederzeit später in den Einstellungen einrichten. Wir erinnern uns, die dienstliche Apple ID wurde dir auf deinen dienstlichen E-Mail-Account zugeschickt. Ich habe mich entschieden, eine Apple ID einzurichten und trage meine dienstliche Apple ID und mein Passwort ein. Weiter. Das Passwort muss eingetragen werden. Nun kommen wir zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dieses Verfahren macht die Apple ID sicherer. Dazu benötigst du ein Telefon in deiner Nähe. Denn gleich wird Apple dich anrufen oder noch besser dir eine Textnachricht senden mit einem Code. Gib hier nun deine Handynummer ein. Entscheide, ob du eine Textnachricht erhalten möchtest oder einen Telefonanruf, in dem dir eine Computerstimme Zahlen mitteilt. Ich entscheide mich für SMS. Ich habe von Apple einen Bestätigungscode erhalten. Diesen gebe ich hier ein. Nun muss ich ein eigenes Passwort für meine Apple ID erstellen. Ich gebe zunächst das Passwort aus der E-Mail bei Aktuelles ein. Hier kann ich ein eigenes Passwort mir ausdenken. Dieses Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und eine Zahl, einen Großbuchstaben und einen Kleinbuchstaben enthalten. Ich wähle Himmelblau 11. Das Passwort muss ich hier zur Bestätigung noch einmal eingeben und ich notiere es mir auch sofort, weil ich mir das nicht so lange merken kann. Das Passwort wird nun geändert. In diesem Schritt kannst du entscheiden, ob du die Ortungsdienste aktivieren möchtest. Ich empfehle, die Ortungsdienste für diesen Prozess zu aktivieren, denn dann stellt sich nachher auch die Uhrzeit automatisch ein. Du kannst die Ortungsdienste anschließend jederzeit in den Einstellungen wieder deaktivieren. Hier entscheidest du dich für ein helles oder dunkles Erscheinungsbild deines iPads. Und los geht's. Nun erscheint ein Hintergrundbild und die zugewiesenen Apps installieren sich automatisch. Lasse das Gerät nun 15 bis 30 Minuten unbenutzt liegen. Schalte es nicht aus und wechsle nicht das WLAN. Das iPad richtet sich jetzt automatisch ein. Auf dem iPad sind erst wenige Standards-Apps installiert. Dies erfolgt, um eine Netzwerküberlastung zu vermeiden. In den nächsten Wochen werden nach und nach weitere Apps installiert und eine Möglichkeit gegeben, schulindividuelle Apps zu beantragen. In Zukunft kannst du deine dienstlichen E-Mails auch auf dem iPad empfangen. Manchmal öffnet sich hier ein Dialog,
Da gibst du dann dein Subiti-Passwort ein. Bei mir ist dieser Dialog jetzt gar nicht gekommen. Deshalb drücke ich hier auf das Icon mit dem Briefumschlag. Das ist die Mail-App. Dazu gibst du hier dein Subiti-Passwort ein. Prima, ich habe schon meine Mail bekommen. Du kannst später auch deine private E-Mail-Adresse mit dem iPad verknüpfen. Eine Anleitung dazu findest du auf den Webseiten des LIS. Dein iPad bekommt im folgenden Schritt alle Kontakte der KollegInnen und SchülerInnen deiner Schule. Dazu gehst du auf die Kontakte-App, die sieht so aus wie ein Telefonbuch, und gibst auch hier noch einmal dein Subiti-Passwort ein. Wenn du bisher zu Hause warst, kannst du den Prozess nun abschließen. Wenn du das nächste Mal in der Schule bist, tippst du auf Einstellung. Das ist dieses Symbol, das aussieht wie ein Zahnrad. Dort gehst du auf das WLAN und wählst das Schul-WLAN aus. Das ist SFB, gefolgt von der Schulnummer. Bei uns ist die Schulnummer 715. Auch hier trägst du dein Subiti-Passwort ein, dein Subiti-Account. Nun ist dein iPad mit dem entsprechenden Schul-WLAN verbunden. Du hast es geschafft. Dein Lehrerinnen-iPad ist eingerichtet. Du kannst dich nun in Ruhe mit allen Apps vertraut machen. Hinweise zu Fortbildungen und weiterer Unterstützung findest du im It's Learning Kurs Unterstützung iPads. Viel Freude und Erfolg damit!